Spektakulär. Eltern erkunden Autismus. Ja, hallo nochmal. Hier wieder Marco, der Co-Host von Spektakulär. Und auch am zweiten Kongresstag war Miriam für uns auf der Bundestagung als Reporterin unterwegs. Und da traf sie vorm Hauptvortragssaal einen der Hauptredner vom Vortag. Zusammen mit Imke Heuer sprach er zum Thema Leben in einer nicht-autistischen Welt. Und hier hört ihr das spontane Interview am Rande des Tagungstrubels mit Dr. Hajo Seng, Mathematiker, Rehabilitationspädagoge, Autist. Hajo Seng, der Mann aus dem nahen Hamburg, den wir unbedingt bald einmal in den Podcast einladen wollen, weil er vor 20 Jahren den heute größten deutschen Autismus-Selbsthilfeverein mitgegründet hat, ASPIS e.V., weil er aus autistischer Sicht über Autismus und autistische Fähigkeiten eine Doktorarbeit geschrieben hat, solche Sachen. Aber da steht er nun mal vor dem Getränketisch, unverkennbar die große Nase, die dunkel unterschatteten Augen. Er will wohl eigentlich gerade eine kleine Pause machen und ich bin ziemlich unvorbereitet. Trotzdem frage ich natürlich, ob er spontan kurz Zeit hat. Hat er. Wir nehmen uns beide hier ein Fläschchen Orangensaft und setzen uns zum Interview an einen der zu diesem Zeitpunkt schön leeren Tische. Es wird dann doch ein längeres Gespräch. Wann sind Sie in Ihrem eigenen Leben denn zum ersten Mal über Autismus gestolpert sozusagen? Also das erste Mal über Autismus gestolpert bin ich so quasi mit Ende 20 ungefähr. Das ist auch schon ziemlich lange her, das ist so Anfang der 1990er Jahre gewesen, weil ich hatte an Ende der 1980er Jahre angefangen in der Behindertenhilfe zu arbeiten, habe das auch eine ganze Zeit lang gemacht und habe da dann auch mit autistischen Kindern und Jugendlichen hauptsächlich auch zu tun gehabt, die allerdings halt alle, na, das war damals quasi gesetzt irgendwie, frühkindlichen Autismus hatten von der Diagnose her und auch sehr, sehr eingeschränkt waren, ne, also nicht gesprochen haben, oft auch sehr deutlich selbstverletzendes Verhalten und ne, Ähnliches gezeigt haben und so. Das waren so meine ersten Berührungspunkte und das ist eigentlich auch der Zusammenhang gewesen, wo wir dann eben klar wurde, dass ich auch selbst autistisch bin. Ne? Da ist der Hintergrund der, dass für mich eigentlich so von vornherein eigentlich immer schon, also seit meiner frühesten Jugend wirklich klar und offensichtlich war, irgendwas ist bei mir anders und zwar sehr grundlegend anders als bei allen anderen Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Und in dem Bereich ist es halt einfach auch so gewesen, dass ich da hauptsächlich auch von Kolleginnen, mit denen ich da gearbeitet hatte, drauf gestoßen wurde, ne, die dann gesagt haben, ja, so irgendwie kommst du mir ja schon ein bisschen autistisch vor. Und ne, also solche Sachen, die dann angefangen haben, bei mir mehr und mehr zu arbeiten. Und ich dann irgendwann dann dachte, ja, ne, das ist es. Ne, und zwar aber nicht in dem Sinne autistisch wie die frühkindlichen Autisten, mit denen ich zu tun hatte, ne, sondern halt schon noch anders, aber wo ich gemerkt habe, da gibt es schon eine strukturelle Ähnlichkeit. Ne, also so, was mir extrem aufgefallen ist damals, ne, das fand ich schon ziemlich merkwürdig eigentlich, ne, aber war irgendwie so, dass dieser Kontakt mit auch diesen schwer betroffenen autistischen Menschen, der fiel mir sehr leicht und deutlich leichter als allen meinen Kolleginnen. Das hatte häufig den Effekt, dass eben ich dann halt auch mit diesen autistischen Jugendlichen zu tun hatten, weil alle anderen kamen mit denen nicht klar. Und bei mir hat es dann halt funktioniert und umgekehrt aber auch, ne, also auch die autistischen Menschen haben dann immer relativ schnell mich gesucht als Kontaktperson. Und da war dann schon klar, also irgendwas passt da zusammen. Ich habe dann auch immer wieder, also jetzt auch aktuell, Kontakt mit einem jungen, frühkindlich autistischen Mann, der dann mit Hilfe gestützter Kommunikation mich dann auch irgendwann kontaktiert hatte, eben mit dem Wunsch, mich mal kennenzulernen. Und wo ich dann merke, da ist dann durchaus auch ein Austausch da, ne, obwohl ich verbal ja wirklich sehr gut, ne, also so aufgestellt bin und der junge Mann so gut wie gar nicht irgendwie spricht, ne, sondern eben mit seinem Tablet irgendwie dann auch und er dann auch ein sehr deutliches Selbstaggressionsthema auch hat, ne, was ich jetzt auch nicht so habe, aber es gibt halt andere Sachen, wo klar ist, da ist irgendwie, ist da was da, eine Gemeinsamkeit da und was sind das für Sachen, wo die Gemeinsamkeit zu spüren ist? Ich glaube, in der Art und Weise einfach auch so ein bisschen die Dinge zu erleben, ne, also so in der Art und Weise, wie man selber irgendwie Sachen wahrnimmt. Und das, was halt, glaube ich, auch irgendwie so ein Aspekt ist, der überall so
bekannt ist, ist halt eben so auf eine, sage ich mal, relativ spezifische Weise irgendwie nicht verstanden zu werden, nicht richtig gesehen, nicht richtig erkannt zu werden. Ne? Also das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die auch vielen autistischen Menschen quer über das ganze Spektrum eben auch vertraut ist. Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern entwickelt? Also mein Verhältnis zu meinen Eltern war immer schwierig, ne? Also auf beiden Seiten, weil eigentlich immer von Anfang an, eigentlich also seit jüngster Kindheit, bei meinen Eltern der Eindruck da war, sie haben ein behindertes Kind, ohne dass klar ist, was es ist und worum es geht eben dann auch dabei. Und ohne dass es halt, ich meine, das war damals 60er, 70er Jahre, da war das wirklich noch ein echtes Stigma. Ne? Man hat dann auch nicht drüber geredet, man wollte auch nicht drüber reden. Und ich weiß, also es gab dann immer wieder mal Vorstöße, auch gerade von den Schulen, ne, da zu sagen, ja, ne, sie brauchen da Hilfe, sie brauchen Unterstützung. Meine Eltern immer weit von sich gewesen, ne, also mit unserem Jungen ist alles in Ordnung, wir brauchen keine Unterstützung. Und wenn jemand Unterstützung, dann braucht sie Schule. Und ne, also so waren meine Eltern irgendwie so ein bisschen drauf, vor allen Dingen mein Vater. Und umgekehrt war es halt für meine Seite so, dass ich mich halt früher, also gerade in meiner Jugendzeit, die für mich sehr schwierig war, habe ich mich halt sehr alleine gelassen gefühlt. Ne? Also sowohl in der Schule als auch von meinen Eltern, von denen ich irgendwie, sage ich mal, so nach meinem Empfinden eigentlich so kaum Rückhalt für die Schwierigkeiten hatte irgendwie. Also das wurde überhaupt nicht anerkannt, auch nicht erkannt, womit ich da zu kämpfen hatte. Und das hatte dann halt dazu geführt, nach meiner Abiturszeit, dass wir uns dann halt sehr auseinandergelebt hatten und nur sehr sporadischen Kontakt miteinander hatten. Und die Autismusdiagnose, als es dann halt auch wirklich mal offiziell und so deutlich wurde, das hat uns dann wieder ein bisschen zusammengebracht, weil das vor allen Dingen für meine Eltern anfing, dann so ein bisschen erklärbar zu werden. Ne? Also die haben sich dann halt tatsächlich auch irgendwie, habe ich dann irgendwann im Nachhinein erfahren, dann Rat geholt zu dem Thema und sich dann was erklären lassen zum Thema Autismus und dann so ein bisschen halt eben so konnten das halt eben auch nochmal anders einordnen und das hat dann auch wieder so ein bisschen Türen geöffnet. Ja. Hat es Ihren Selbstwert, also Ihr Selbstwertgefühl gesteigert, dass die Eltern sich informiert haben? Ja, weiß ich nicht. Also ich war ja da schon recht alt, ne, und eigentlich sehr gefestigt, was solche Sachen angeht. Also das, was für mich halt einfach sehr positiv war, irgendwie ist, also meine Eltern sind beide ja auch inzwischen gestorben. Ist aber das, dass ich halt am Ende dann nochmal also wirklich so diesen Kontakt hatte und ich mich auch mit ihnen über sowas auch austauschen konnte. Ne? Und das sozusagen nicht als sozusagen diese Kluft, die lange Zeit da war, eben so stehen geblieben ist, sondern dass wir da wieder so ein bisschen zusammengekommen sind am Ende. Das fand ich also schon, ist für mich sehr wichtig eigentlich, ja. Wenn das nicht Ihre Eltern waren, zumindest als Sie jünger waren, die Sie gestärkt haben, wer war das denn für Sie? Also ich bin da sehr viel Einzelkämpfer gewesen, muss ich sagen. Also ich habe irgendwie oft, also ich meine, gut, ich lebe in einer Beziehung schon sehr lange, also inzwischen seit fast 40 Jahren. Mit der Zeit ist auch mein Partner für mich zu einer sehr guten Stütze und zu einer Stärkung geworden. Ne? Und was mir irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen Halt gibt, ist einfach auch mein Engagement im Autismusbereich und auch die inzwischen ja wirklich sehr vielen autistischen Menschen, die ich da kennenlernen durfte und mit denen ich da so in Kontakt bin. Das ist so auch was für mich irgendwie auch sehr hilfreich gewesen ist. Aber so ich sag mal, so die Zeit, wo ich es gebraucht hätte, ne, also gerade auch früher in meinem jungen Erwachsenenleben, ne, auch und in meiner Jugendzeit habe ich mich wirklich alleine durchgekämpft. Irgendwie, da war eigentlich sehr wenig, was ich da an Unterstützung gehabt habe. Ne? Also so, ja. Was in Ihrem Inneren hat das dann ermöglicht, dass Sie da heile durchgekommen sind? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich irgendwie, also das kann ich inzwischen sagen, psychisch recht robust bin, ne? Und habe inzwischen ja auch einige Krisen durchgelebt, eben auch in meinem Leben.
wo ich merke irgendwie, ja, also ich komme da einfach psychisch auch relativ gut und unbeschadet durch auch schwierige Situationen eben auch durch. Ne? Ist sicherlich ein Stück weit so eine Konstitutionsfrage bei mir. Ne? Sag mal, die Kehrseite davon ist die, dass ich halt solche Sachen dann auch, und damit habe ich dann halt auch viel mehr zu kämpfen gehabt, bei mir sehr schnell körperlich niederschlagen. Also ich werde dann krank, ne? Ich werde nicht depressiv, ich bekomme keine Neurosen, keine Angstzustände oder ähnliches, aber dafür werde ich halt eben krank. Ne? Irgendwo greift dann halt sowas dann halt am Ende dann halt irgendwie doch auch an. Und ich sag mal, nach einer Zeit ist es halt ein bisschen auch so diese Erfahrung, halt einfach auch Krisen auch meistern zu können, was halt einfach auch einem so eine gewisse Stärke gibt. Und in der Schule, gab es da den Lehrer oder die Lehrerin, die sie erkannt hat? Also in der Schule gab es irgendwie... meine Grundschule war noch ganz anders. Also meine Grundschule war so richtig alte Schule. Also so, wie man sich es vorstellt, wenn man Filme aus den 50er, 60er Jahren sieht. So war meine Grundschulzeit. Das war schwierig. Wo war das? Auf einem Dorf oder in einer Stadt? Ein Dorf. Relativ großes Dorf am Stadtrand von Freiburg. Und was dann irgendwie dann gut lief, war halt dann das Gymnasium. Ne? Und ich sag mal, ich habe immer so ein bisschen so diesen Vorteil gehabt, dass ich dann also zumindest in manchen Fächern, also Naturwissenschaften, Deutsch, Fremdsprachen, sowas, also diese eher so ein bisschen harten Fächer, die weichen, ne? Das war dann nicht so mein Ding. Aber da war ich eigentlich immer recht gut. Also auch in der Grundschule, ne? Rechnen, Lesen, Schreiben, alles kein Problem. Und auf dem Gymnasium war das so, das war ein Gymnasium, was neu gegründet wurde. Und das war sehr klein am Anfang. Ne? Und da habe ich halt immer die ganze Gymnasialzeit durch eine Klassenstärke von um die 20 gehabt, eben, ne, in der Klasse. Ein sehr engagiertes, junges Lehrerkollegium sozusagen, ne, was halt eben da war, die auch den Anspruch hatten, eben so die Schüler, die da waren, alle mitzuziehen. Und es war, weil es halt einfach ein kleines Gymnasium war, irgendwie, da kannte jeder jeden. Ne? Das war so sehr persönlich und das hat von daher eigentlich recht gut funktioniert. Ne? Also so, dass ich da durchgekommen bin. Ne? Aber interessant, dass gerade dann diese persönliche Sache, also Beziehung bedeutet das ja, ja im Grunde, ne? Dann für Sie eine gute Umgebung war. Ja, einfach um nicht verloren zu gehen. Also das ist so mein Ding, also weil ich halt einfach auch so... Und auch so ein bisschen so der ruhigere Typ war, auch die Tendenz hatte, mich dann eher so ein bisschen zurückzuziehen, ne? Dass da halt irgendwie, glaube ich, in einer größeren Schule oder größeren Einrichtung wäre ich da einfach so ein bisschen, ja, wirklich verschwunden, ne? Irgendwie und untergegangen dann auch so ein bisschen. Ich habe das dann auch später im Studium gemerkt, ne? Ich habe ja dann Mathematik studiert und das war dann auch eine ähnliche Situation. Das war dann auch relativ wenig Leute, also zumindest dann ab einem Hauptstudium. Und ich wäre da auch nie durchgekommen, wenn es dann nicht Professoren gegeben hätte, die gesagt haben, ja, Herr Seng, jetzt, ne, ja, jetzt Sie sind doch so gut, Sie verstehen doch alles und dann, ne, dann packen wir das doch mal an und dann machen Sie doch mal ein ordentliches Seminar und irgendwie dies und jenes. Von alleine hätte ich das alles nicht hingekriegt. Da gab es halt auch Leute, die eben einfach, weil der Kontext so klein war und man kannte, ne, irgendwie so die, die mich da halt auch mit durchgezogen haben, dann auch. Das war sehr wichtig für mich, ja. Was wäre denn Ihr Rat an Umfelder, wenn sich an den Strukturen nichts ändern lässt? Also meinetwegen Klassengröße oder haben Sie da, Sie blasen die Backen auf und sind ratlos? Also Schule finde ich ganz schwierig, ja, muss ich ehrlich sagen. Gerade in Sachen Inklusion. Also ich habe nicht sehr viele Kontakte zu Schulen, ne, aber ab und zu mal, dass ich da mal irgendwo eingeladen bin, was ich da so mitbekomme, da liegt noch vieles eigentlich im Argen. Ne, und ich finde, da ist es wirklich dringend notwendig, selbst in Förderschulen, ne, also so da einfach nochmal sich in einer ganz anderen Art und Weise auch zu öffnen. Ich kenne da schon seit vielen Jahren irgendwie Leute in Schweden, bin auch oft in Schweden und habe von daher so ein bisschen Einblick, wie es dort in den Schulen läuft, wo ich dann halt auch mitkriege. Das macht sich wirklich an Sachen fest wie Benotung. Ne? Also so Benotung gibt es in Schweden, ich glaube ab der 9. Klasse oder ab der 10. Klasse, vorher nicht. Ich finde das unverständlich, ne? Auch pädagogisch unverständlich, wie man an so einem Benotungssystem gerade auch bei Jüngeren oder in der Grundschule überhaupt festhalten kann. Ne?
offene Klassenzimmer. Das ist in Schweden selbstverständlich, dass die Schülerinnen und Schüler, die können rausgehen, reinkommen in die Klasse, wann sie wollen. Wenn ihnen der Unterricht irgendwann zu viel ist, dann gehen die einfach raus und haben ihre Spielecken oder sonst irgendwie was. Dass man sozusagen nicht an einem zwanghaften System muss jetzt eine Dreiviertelstunde sitzen und irgendwie was zuhören, arbeiten oder sowas, ne, dass man da nicht so stark dran festhält. Man hat in Schweden auch viel mehr Bewegung in den Schulen, gerade auch mit den Jüngeren, ne, ist viel draußen. Grundschulen in Schweden, die Kinder sind da ständig unterwegs, ne, da ist überall Bewegung, sind am Rumrennen, Rumtollen, also so, das ist so, da gibt's viele Sachen, die im Grunde genommen, ne, wenn man sich das überlegt, eigentlich so relativ simpel sind, ne, aber auch einen riesen Unterschied machen, und ich glaube, da ist wirklich noch viel Luft nach oben, was so die Schulen angeht. Auch das, was ich so mitbekommen habe, so in meinem weiteren Bekanntenkreis, wichtig ist es, eine gute Schule zu finden, und es gibt einige in meinem Bekanntenkreis, dann auch nach manchmal wirklichen Odysseen, die sie da mit ihren Kindern durchgemacht haben, zum Schluss gekommen sind: Ich nehme lieber in Kauf, dass mein Kind irgendwie jetzt eine Stunde lang mit dem Bus fährt, um irgendwo hinzukommen, dann aber in der Schule ist irgendwie, wo das Kind halt gut aufgehoben ist. Ne? Also so, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Das Wort, das Sie gerade benutzt haben, wie Inklusion funktionieren kann, ist, die Leute brauchen mehr Offenheit. Ja, das sind ja dann nicht nur die offenen Räume, sondern, das klingt jetzt total pathetisch, aber auch die offenen Herzen. Ja, genau, auch von der Haltung her offen. Das ist ja nicht nur ein Thema im Autismusbereich, ne? Irgendwie, dass halt, na, wenn so bestimmte Vorstellungen, wenn die zu eng gefasst sind, dass man da nicht mehr reinpasst, sondern das trifft ja andere auch. Und also, was ich halt eben zumindest in Hamburg mitkriege, also das sind ja wirklich noch unglaublich viele Kinder, Jugendliche, die in der Schule letztlich verloren gehen, ne, muss man ja wirklich sagen. Ne. Also mein Extrembeispiel, was ich mal erlebt habe, der Junge war jetzt nicht im Autismus-Spektrum, der hatte andere Schwierigkeiten. Der wurde eingeschult in eine Grundschule, und da war das wirklich so, dass nach einer Woche, ne, muss man sagen, nach einer Woche wurden die Eltern eingeladen zu einem Problemgespräch, und die Klassenlehrerin hat zu ihnen gesagt: Ja, wissen Sie was, also ich habe da einen Blick dafür, es gibt Schüler, die bringen es, und es gibt Schüler, die bringen es nicht, und ihr Kind bringt es nicht. Punkt. Ne, nach einer Woche. Und das ist halt irgendwie wirklich so das Negativbeispiel schlechthin irgendwie, ne, wo man sagen muss, ne, das ist genau das Gegenteil davon, was es braucht, einfach so diese Offenheit auch. Und das ist auch, glaube ich, auch im Autismusbereich was halt häufiger so der Fall ist, dass man autistische Menschen anguckt und dann sagt, okay, das geht nicht, das kann er nicht, das kann sie nicht. Anstatt mal einen Blick drauf zu haben, was ist denn an Potenzialen da, was lässt sich denn entwickeln, ne, einfach mal so ein bisschen auch mal in die Zukunft halt eben guckt, was alles möglich ist. Und also da kann ich wirklich sagen, so die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in meinen Projekten, es ist unglaublich viel möglich, viel mehr, als sich die allermeisten Leute vorstellen. Da hatte ich auch mal einen jungen Mann eine Zeit lang begleitet, der wollte Rettungssanitäter werden, und hat so gut wie gar nicht, also sehr, sehr reduziert gesprochen. Ne? Also wirklich so wenig irgendwie, dass selbst in der eigenen Familie so die Vorstellung da war, der ist irgendwie zurückgeblieben, irgendwie geistig behindert. Ich habe halt schnell gemerkt, das kann es irgendwie nicht sein, weil der einfach so unglaubliche Gedächtnisleistungen und sowas auch hatte, ne, die da überhaupt nicht dazu passten, zu so einem Bild. Und ne, was man dann auch bemerkt hat, wenn man sich mal ein bisschen auf ihn eingelassen hat, irgendwie so. Und der hatte sich dann irgendwann mal beworben, dann beim Roten Kreuz in Hamburg. Und ich hatte das gar nicht mitbekommen, die Bewerbung. Na, das hat er selbstständig halt gemacht. Ich habe das erst dann mitbekommen, als mich dann war damals die stellvertretende Geschäftsführerin in unserem Projekt eben angerufen hatte und gesagt hat, ja, da war ein junger Mann. Na, der wollte sich da bewerben bei uns, und der ist da einfach gekommen und hat kein Wort gesagt. Na, der hat mir mal seine Unterlagen vor den Latz geknallt und ist dann irgendwann einfach aufgestanden und wieder gegangen. Und aber die Unterlagen, das sah ja eigentlich ganz gut aus, und ne, ein Zeugnis und Praktikum und bla bla bla. Und da war dann auch die Nummer von unserem Projekt drauf. Und dann hat sie gesagt, also sie wollte einfach mal wissen, was war das jetzt irgendwie und was ist da passiert? Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erklärt. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann kommen Sie doch das nächste Mal zusammen, dann machen wir nochmal ein Bewerbungsgespräch. Ne? Das ist mehr als 8 Jahre her, und der junge Mann arbeitet immer noch beim Roten Kreuz. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ja.
Also so kann es dann auch kommen, aber das ist dann wirklich so eine Haltungsfrage, ne? Dass dann wirklich jemand dann, sag ich mal, die Leute nicht abschreibt und sagt irgendwie, was ist denn das, irgendwie vergessen wir, ne? Sondern einfach sagt, ja, da will ich dann doch mal nachhaken, doch nochmal nachgucken, dann mal sehen, also den Leuten auch ein bisschen so eine Chance geben, ne? Und das hat der junge Mann dann halt auch für sich nutzen können, den hat er dann auch gemacht und ich glaube, die mögen den ganz gerne da, ne? Weil der will... Wenn es gesetzlich möglich wäre, würde er am liebsten gar keinen Urlaub nehmen. Der ist nie krank, der kommt nie zu spät. Ne? Und die ganzen Einsätze, die wir machen, der kennt das aus dem FF, wirklich jeden Handgriff. Ne? Das stimmt bis ins letzte Detail. Ja. Ja, und wenn man nach den Klischees geht, die es noch von Autismus gibt, würde man ja vielleicht denken, es ist doch viel zu stressig, viel zu viele unvorhergesehene Ereignisse. Für ihn nicht. Aber da gibt es halt Unterschiede. Ne? Also so, das ist halt auch was ja häufig irgendwie vielleicht nicht so beachtet wird oder erst so langsam so ein bisschen durchsickert, ist halt, dass autistische Menschen sind da halt irgendwie nicht alle gleich. Ne? Irgendwie und da gibt es halt Unterschiede. Für ihn ist es kein Problem. Also er ist da unglaublich stressresistent und ich kann auch sagen, also der hat eine 42-Stunden-Woche. Der macht Überstunden unter der Woche, der macht freiwillige Sondereinsätze, ne, wenn da mal Fußballspiel oder irgendwie was ist in Hamburg am Wochenende noch mit dazu. Ne, das ist so sein Ding, da blüht er auf, das ist für ihn kein Thema. Ne, also so wäre für ihn wäre es eine Strafe, wenn man da die Arbeitszeit reduzieren würde. Ne. Gibt natürlich autistische Menschen, für die ist das ganz anders. Ne, also so, das muss man auch sehen. Aber da gibt es halt einfach diese Unterschiede und da ist es halt auch wirklich dann mal individuell einfach mal zu gucken, was passt zu wem, was funktioniert mit wem. Ne. Ja, auch mal einen jungen Mann mitbekommen, der eine Ausbildung gemacht hat, ein Berufsbildungswerk und dann hinterher dann auch in eine Arbeitsstelle vermittelt wurde. Ne, und die hatten da in dem Betrieb nur in Großraumbüros gearbeitet und weil da jetzt eben autistischer Arbeitnehmer dazu kam, haben sie gesagt, ja, da müssen wir jetzt ein Einzelbüro eben machen, ne, und haben dann extra ein Einzelbüro gebaut für den. Ne, das hat er 2 Wochen lang mitgemacht und dann wollte er auch wie die anderen im Großraumbüro arbeiten. Sie haben vorhin gemeint, dass Ihnen als Schüler die weichen Fächer nicht so lagen. Und jetzt sind Sie sind ja Mathematiker dann, also haben das auch zu Ende studiert. Ja. Und was Sie jetzt machen, ist aber ja im Grunde das Weiche, das Sozialpädagogische. Ja, das ist so. Also die weichen Fächer, das sind dann insbesondere das, was mir auch immer noch so ein bisschen schwerfällt, sind dann Fächer, wo es dann darum geht, irgendwie dann irgendwas zu verargumentieren und, ne, also so jetzt Politik oder, keine Ahnung, Gemeinschaftskunde oder irgendwie sowas, wo dann irgendwie nicht so klar ist, was ist jetzt so der Fokus und worauf soll ich das irgendwie dann so richten. Ich habe ja jetzt in Rehabilitationspädagogik, wie sich das so schön nennt, habe ich ja auch promoviert, eine Doktorarbeit geschrieben. Die theoretischen Teile sind mir da auch ziemlich schwer gefallen, einfach auch deswegen, weil mir nicht so richtig klar war, worum geht's jetzt eigentlich, ne? Was wollen die jetzt eigentlich wissen, was ist eigentlich wichtig, was ist nicht so wichtig, ne? Habe ich irgendwie auch nicht so richtig doll hinbekommen. Was ich tatsächlich auch mit meiner Tätigkeit jetzt so im Autismusbereich mache, das ist sowas, das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, als ich eben in der Behindertenhilfe gearbeitet hatte früher, dass ich halt eben auf, sag ich mal, so einer sehr grundlegenden Ebene so eine gewisse Sensibilität, sag ich mal, habe, auch in der Kommunikation. Ne? Also so, ich sag mal, vieles von dem, was ich mache, ist geprägt von einer Zeit. Ich hatte 2 Jahre lang in einer Tagesförderstätte für schwerst mehrfach behinderte Jugendliche gearbeitet. Die haben ja alle nicht gesprochen, also wirklich sehr schwer behindert, ne? Wo man irgendwie auch nicht wusste, was geistig, intellektuell da ist, irgendwie auch Leute dabei gehabt, wo man auch nicht wusste, können die jetzt sehen, können die nicht sehen, hören die was, hören sie nichts. Das war so ein Ort, wo ich dann einfach diese, sag ich mal, so sehr basale Art von Kommunikation dann auch für mich kennengelernt habe, ne, wo ich gemerkt habe, da passiert sehr viel auf so einer kommunikativen Ebene, da passiert sehr viel auch, ne, auf so einer Beziehungsebene, ne, was so weit weg von allem Sprachlichen oder sowas eben auch ist irgendwie. Und das ist sowas, was ich jetzt so in meiner Tätigkeit jetzt auch mit autistischen Menschen halt auch merke. Dieses Gespür ist auch sehr schnell da und oft auch, sag ich mal, auf
gegenseitig, ne? Dass man da merkt, irgendwie, da gibt es so eine Kommunikationsebene, das hat mit Sprache, ne, mit all dem irgendwie eigentlich gar nichts zu tun, sondern man spürt sich, man nimmt sich irgendwie wahr. Also da habe ich einfach auch eine, glaube ich, recht hohe Sensibilität für sowas. Und das ist so das, so die Seite, die ich da halt eben auch mit ein Stück weit ausleben kann. Ja. Es wird hier immer voller, weil ein großer Vortrag geendet hat, der direkt hier neben uns sind, die Leute aus dem Saal strömen. Ja. Also ich erlebe sie als total fokussiert. Also wir sind ja die ganze Zeit... Das muss ich auch sein, weil sonst würde ich sie nicht verstehen. Ja, wahrscheinlich. Unterschied. Das trägt mich auch sehr an. Ja, dann machen wir jetzt auch gleich mal Schluss. Im Unterschied zu Ihnen habe ich ja Kopfhörer auf und höre nur Ihre Stimme und nicht dieses ganze Tohuwabohu hier um uns herum. Ja. Vielleicht können Sie einmal zusammenfassen, was Sie hier gerade anstrengt. Also was mir sehr schwer fällt, ist tatsächlich aus diesem ganzen... dem, was ich drumherum, also ich kriege dieses Gespräch mit zum Beispiel irgendwie, ich kriege das Gespräche daneben dran mit, ich kriege sogar von da hinten, ne, also da kommen überall Gesprächsfetzen an, ne, und wenn ich da jetzt irgendwie nicht wirklich ganz konzentriert mich, ne, auf das fokussiere, was Sie jetzt zum Beispiel sagen, dann hätte ich jetzt so eine Art Collage, wo ich dann aus dem Gespräch ein Fetzen, dann kommt ein bisschen was von Ihnen, kommt ein bisschen was von dort, kommt ein bisschen was von da, und das ist dann so, ne, was im Endeffekt eigentlich keinen Sinn mehr irgendwie ergibt, ne, sondern irgendwie wirklich so eine Art Gesprächsfetzen-Collage ist irgendwie. Und was mir sehr schwer fällt, ist tatsächlich so die anderen Sachen irgendwie runter zu regulieren, zu sagen, also es ist für mich kein Hintergrundgeräusch, sondern das konkurriert alles wirklich auf gleicher Ebene mit dem, was Sie da halt machen, und eigentlich auch mit meiner eigenen Stimme sozusagen, ne? Also mit dem, was ich auch selber rede. Also das ist so das, was für mich irgendwie, so nehme ich die Situation jetzt gerade hier wahr. Ja. Wir haben unserem Podcast so ein Motto, unser Wunsch ist, wir möchten die Welt autismusfreundlicher machen. Ja. Was wünschen Sie sich von der Welt? Da könnte ich jetzt irgendwie auch eine ganze lange Liste aufzählen von Sachen, die mich im Alltag dann auch immer, ne, wo ich mich dann auch immer so ein bisschen dran störe. Aber ich denke, gut, das ist immer so. Ne? Irgendwie, das geht auch nicht autistischen Menschen so, dass sie sich an den ein oder anderen Sachen stören. Aber was ein wichtiger Aspekt ist, ist einfach so auch dieses Thema Offenheit, also eine Offenheit zu haben, auch für andere Menschen, auch andere Menschen wahrzunehmen, so ein bisschen. Ich habe das Glück, tatsächlich seit einiger Zeit bei einem Arbeitgeber beschäftigt zu sein, Hamburger Unibibliothek, wo, sag ich mal, so eine Offenheit einfach auch so ein bisschen gelebt wird, ne, was so ein bisschen damit zu tun hat, dass eben so dieses Bibliothekarische, ne, und in diesen universitären Kontexten ist es dann nochmal ein bisschen stringenter, ne, irgendwie als jetzt in den öffentlichen Bibliotheken. Dieses Bibliothekarische ist halt auch sehr eigen und es zieht auch sehr eigene Leute an sich. Ne? Das heißt, es ist so ein Feld, wo man auch viele Menschen trifft, die auch so in der einen oder anderen Weise irgendwie so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Ne? Und ich habe die Bibliothek einfach auch als einen Ort kennengelernt, wo man halt einfach auch einen guten und auch produktiven Umgang einfach mit sowas dann auch hat. Ne? Banales Beispiel, hatte mal einen Kollegen, der hatte so Teambesprechungen nicht gut vertragen, da hat er immer Tobsuchtsanfälle bekommen und na, war dann richtig aufbrausend und schrie die Leute an und ging dann raus und Türenknall, und dann musste er sich erstmal beruhigen und hinterher wieder entschuldigen, ne? Und dann hat man irgendwann gesagt, naja gut, wenn das nicht so verträgt, dann muss er ja auch nicht teilnehmen, dann finden wir dann eine andere Lösung dafür, und das war dann auch, ne, man ist da einfach mit umgegangen irgendwie, ne? Warum nicht? Wenn wir jetzt fertig, also wir machen jetzt Schluss, verabschieden uns voneinander, und dann gehen Sie jetzt, suchen Sie dann jetzt Ruhe für sich, oder was machen Sie jetzt, um das, um vielleicht davon wieder Abstand zu gewinnen? Also ich habe das Privileg, gerade als Referent eben jetzt dann quasi hier gleich nebenan mit dem Hotel eingebucht zu sein. Das heißt, ich kann mich da auch wirklich gut zurückziehen. Das hatte ich mir vorgenommen für nach der Mittagspause. Ich muss mal gucken, ob ich so lange durchhalte. Und das werde ich so machen. Also ich werde von den Vorträgen, es sind einige spannende dabei, hatte mir eigentlich auch vorgenommen, mir die einen oder anderen anzuhören, aber das ist irgendwie klar, ich werde da kaum was mitnehmen davon. Im Gegenteil, ich werde mich heute den Tag über gut pflegen müssen, um der Erwartung von Frau Kaminski nachzukommen und heute Abend beim gemeinsamen Essen irgendwie auch noch mit dabei
zu sein. Der Vorsitzenden von Autismus Deutschland. Vorsitzenden von Autismus Deutschland, ja, genau. Herr Seng, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und das war jetzt für uns beide hier echt eine Kraftanstrengung. Ja, ist aber okay, ja, ja. Ja, danke auch. Und wenn da mal online ist, der Podcast, geben Sie mir gerne Bescheid. Ich höre mir das gerne an. Vielen Dank. Tschüss. Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus. Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de. Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.